liebe Geschwister in der Nähe und in der Ferne, durch die Pandemie bedingt müssen wir in dieser digitalen Form uns einander begegnen. Ich lade euch alle ein, gemeinsam auch an den Bildschirmen diese Singstunde mitzusingen, Gott zu loben und zu preisen und ihm zu danken. Wir denken an alle, die Geburtstag haben und wollen den kommenden Vers als Segensvers verstehen. Texten vom heutigen 23. Januar. Und so heißt es in Jeremia 31, so spricht der Herr, es soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Und der Lehrtext, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, aus Lukas 19. Und Anna Nitschmann hat dazu geschrieben, Gottlob, dass seine Gnadenhand mich suchte, zu sich zog und fand, Dank, dass er mich sein Eigen nennt und ihn mein Herz als meinen kennt. Gottlob, dass er sein Wort beständig hält, nun glaub ich mich mit ihm schon durch die Welt. Deinem Haupt anbricht.
Sonst
Wir wollen beten. Lieber Herr Jesus Christus, dreieiniger Gott, du sagst uns, dass es dir eine Freude ist, uns Gutes zu tun. Schenke uns offene Ohren und Herzen, damit wir diese große Gnade auch annehmen und das Gute weitergeben. Und du, Herr Jesus Christus, bist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Hier spüren wir deine große Liebe zu uns Menschen und können mit unseren beschränkten Vorstellungen diese Güte und Gnade fast nicht erfassen. Gerade in der gegenwärtigen komplizierten Zeit bist du täglich mit uns unterwegs, behütest und bewahrst uns. Herr, dafür loben, preisen und danken wir dir. Wir empfehlen dir all die, die in der vergangenen Woche Geburtstag hatten. Sei mit deiner Nähe mit ihnen im neuen Lebensjahr. Wir bitten für alle Kranken und Sterbenden, für alle, die vor Krieg und Gewalt fliehen, für die von Naturkatastrophen betroffenen Menschen. Hilf ihnen weiter auf ihren Wegen. Sei du bei allen, die Angst haben vor wirren Zeiten, vor Corona. Hab Dank für die Möglichkeiten der digitalen Gemeinschaft unter deinem Wort. Segne du alle Mühe bei der Verbreitung deiner guten und frohen Botschaft. Hilf uns, sie anzunehmen und danach zu leben und zu tun. Herr, bleibe bei uns. Dir sei Lob, Preis und Dank. Und schenke uns eine ruhige Nacht. Amen. Der Christenheit, unser Hilfe.